Mit dem satirischen Ischgl-Blues hat Markus Hinterberger vor 2 Jahren eine Tiroler Gemeinde in Bausch und Bogen verärgert. Dafür hat er den Hubert von Goisern Kulturpreis gewonnen und viele neue Fans. Ironisch, kritisch und frech, das ist auch das neue Werk des 22-jährigen Saalbachers. Allerdings geht es diesmal nicht um Musik, sondern um seinen ersten Kurzfilm. Kafkatscha, das Wunder von Kafberg. Grüne Pisten, aufgelassene Lifte und verlassene Ortschaften wurden zum Sinnbild des Klimawandels in den heimischen Bergen. Doch nun sorgt ein kleines Dorf für großes Aufsehen im ganzen Land. Im kleinen Ort Kafberg im Seiltal werden die Pisten beschneit. Warum hat Kafberg als einziger österreichischer Ort wieder Schnee? Kafberg ist wieder auf der Hochschule. Kafberg, eine fiktive Gemeinde im Pinzgau, nachdem die Klimakatastrophe den Wintertourismus eliminiert hat. Der Film Kafkatscha ist eine 20-minütige beißende Satire auf die heilige Kuh Tourismus. Ähnlich ironisch wie der Ischgl-Blues, der Markus Hinterberger 2020 über Nacht als Protestliedermacher etabliert hat. Ja, und dort vom Batznauntal, dort von Ischgl komm ich her. Mein Vorrat, der war Bauer, aber ich bin Hotelier. Ganz bewusst lebt und arbeitet der 22-Jährige im Pinzgau. Ländliche Regionen sind seine Inspiration. Ja, und Abschluss habe ich auch keinen, aber den brauche ich ja zum Geld verblassen. Man merkt es halt total, dass quasi diese Abwanderung stattfindet, auch wenn, gerade wenn man was mit Kultur oder Kunst machen will, wandern die meisten nach Wien aus oder eben nach München, Salzburg. Aber ich glaube, das ist eigentlich auch ein Fehler, weil man sollte eigentlich dort anfangen, wo auch der Bedarf da ist. Und ich glaube, gerade bei uns im Pinzgau ist gerade mit der Flächenwidmung, mit der Korruption, mit den ganzen Gründen, mit dem Thema, dass die jungen Leute sich nichts mehr leisten können. Und quasi nur, wenn man im Tourismus arbeitet, hat man eigentlich eine Zukunft da. Ich finde, gerade da muss man auch im Pinzgau das machen, beziehungsweise auch in andere ländliche Regionen sollte das eigentlich auch anspannend sein. Ja, und ich stehe jetzt hier neben dem Bürgermeister und Tourismusobmann. Bei der Filmpremiere im Nexus in Saalfelden wird der Film Kafkatscha begeistert vom größtenteils jungen Publikum aufgenommen. Und danach gibt es sogar noch ein Konzert. Böse Briefe, wie einst von der Gemeinde Ischgl, kamen nach der Filmvorführung keine vom Tourismusverband. Die Salzburger haben anscheinend ein dickeres Fell. Und wie geht's weiter? Jetzt planen wir gerade eine Tour mit Film und Konzert im nächsten Jahr. Ich plane auch meine Reise, weil ich quasi einmal rauskommen muss aus dem Tal und andere Kulturen, andere Musikrichtungen, das interessiert mich gerade total. Und quasi mit dem Input dann wieder zurückkommen und wieder neue Projekte machen, das war jetzt einmal das Ziel.